Es war Glück im Unglück. Als der Rettungsfahrer vor Ort war, hat er nämlich keine Ratte mehr gesehen. Eine Spaziergängerin mit einem Jagdhund ist daher gelaufen und der Hund hat die Ratte aufgespürt. Also er hat wirklich gezielt die Verstecke angegeben. Und die Ratten waren so dicht im Laub unten, dass die eigentlich zu wenig schnell waren, um grad abzuhauen. Und somit hat man es gerade mit dem Netz nehmen oder sogar mit der Hand. Ein außergewöhnlicher Fund auf dem Brühlberg. Dass einzelne Ratten ausgesetzt werden, passiere ab und zu. Aber gerade 30 sage ich nicht normal. Die Ratten sind jetzt im Tierheim Pfötli. Zuerst sind sie an einem Check unterzogen worden und der hat ergeben, dass es fast alles gesunde Weibli sind. Es hat zwei darunter, die ein bisschen grösser sind. Wir können vielleicht davon ausgehen, dass das vielleicht die älteren Tiere waren. Unter Umständen ist es auch vielleicht eine Zuchtgrösse, also dass einfach die Grösse auch in einer Kleinrassung geworden sind. Das ist ganz schwierig zum definieren. Genau. Bis auf Weiteres bleiben die Ratten im Tierheim. Man hat so eine Meldefrist, also man tut sie auf Meldestelle. Und dort haben wir eine Frist von 2 Monaten, wo wir abwarten müssen, bis vielleicht gleich irgendjemand vorkommt und sagt, es sind meine. Die Vanessa Geritzen von Tier im Recht vermutet, dass es ein Fall von unkontrollierter Vermehrung ist. Der Besitzer könnte überfordert sein und darum Tier ausgesetzt haben. Wegen dem Aussetzen muss der Besitzer von diesen Ratten mit einer Strafe rechnen. Das Aussetzen von Tieren ist ein Vergehen, ist also eine Tierquälerei nach dem Tierschutzgesetz und der Täter muss mit einer hohen Geldstrafe im Prinzip rechnen oder sogar mit einer Freiheitsstrafe. In der Regel wird allerdings der Strafrahmen bei weitem nicht ausgeschöpft. Das Tierheim Pfötli hat Strafanzeige gegen Unbekannte eingereicht und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung, um den Täter zu verwischen.